Hallo ihr Lieben, ja, ich bin's wieder, Dirk mit den Balance Talks. Heute haben wir das Thema Körpersprache. Habt ihr vielleicht auch schon mal beobachten können in Dogparks oder wo auch immer, wenn die Menschen ihren Hund zu sich heranrufen, dass die Hunde manchmal nur sehr, sehr zögerlich kommen. Warum? Weil ja, Körpersprache und Kommando für den Hund sich nicht wirklich decken. Heißt, im Umkehrschluss, wenn ich den Hund, wenn ich frontal zu dem Hund stehe, seht ihr das? Und mich frontal auf den Hund zu bewege, ist das Druck. Das heißt, Spatial Pressure nennt man es im Englischen, also räumlichen Druck. Ich übe auf den Hund Druck aus, frontal. Frontal ist immer ein bisschen auch psychischer Druck, ja. Was im Umkehrschluss bedeutet, wenn ich den Hund zu mir ranrufe und stehe immer noch frontal zu dem Hund, dann deckt sich mein Kommando nicht mit meiner Körpersprache. Das heißt, meine Körpersprache sagt eigentlich, bleib da oder geh weg. Mein Kommando sagt, komm hier hin. Das ist für den Hund schwer. Also deeskaliere ich ein bisschen, drehe mich seitlich zu dem Hund, komm mal hier, und lade ihn ein zu mir. Und dann fällt es dem Hund auch viel, viel leichter, einfach ranzukommen. Ne? Also achtet demnächst einfach mal darauf, beobachtet euch mal selber oder lasst euch mal vom Freund, Bekannten oder wie auch immer, Verwandten mal filmen, wenn ihr so Übungen oder Trainings macht mit eurem Hund, und schaut mal, das Körpersprache und das, was ihr von dem Hund wollt, sich wirklich decken miteinander. Ne? Okay? Hey, good job. Ja, good job. Okay, ihr Lieben. Macht's gut, bis demnächst. Ciao.